Herzlich willkommen hier bei uns im Museum Weißenfels auf Schloss Neu-Augustusburg. Wir stehen hier in unserer neuen Ausstellung Märchenkunstwelten. Liebe Ilonka, was ist denn das Besondere an dieser Ausstellung? Das Besondere an dieser 10. Schülerausstellung ist, dass 4 Fachlehrer und 72 Schüler der Beuditz-Schule der 9. Klasse in Weißenfels diese Mitmachausstellung geschaffen haben. Wie viele Stationen kann ich hier entdecken? Die Märchenfreunde können 13 Märchenstationen hier in den Märchenkunstwelten entdecken. 12 von den Schülern der Beuditz-Schule Weißenfels und eine Station von Gabriele von Lützow, der Stewardess, die 1987 in Mogadischu entführt wurde. Und kann ich hier einfach durchgehen oder kann ich auch was machen? An jeder Märchenstation kann man ein Märchen lesen oder ein Märchenspiel, was die Schüler entwickelt haben, selbst gestalten. Zum Beispiel kann man zu einer Märchenfee werden oder man kann ein Mosaik lösen oder man gestaltet selbst ein Bild. Und gibt es in den Sommerferien besondere Angebote? Die Märchenfeen aus dem Schloss Neu-Augustusburg haben ein tolles Sommerferienprogramm zusammengestellt. Man kann den Rundgang mit den Märchenfeen buchen und dabei Märchenrätsel lösen, Märchenbillard spielen. Man kann aber auch am Kreativtisch Märchenleinbeutel bedrucken oder aber auch eine Märchenkette gestalten. Falls jemand nicht weiß, was das ist, der müsste einfach vorbeikommen. Und zum Schluss kann man uralte Spiele, die die Schüler entwickelt haben und die das Museum entwickelt haben, hier bei uns ausprobieren und herrliche Märchenpunkte sammeln. Was man gewinnen kann, das verrate ich natürlich noch nicht.